Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 auf der Map Ackendorf 2.2 zusammen mit dem Manus und den Sachsen-Let's Player. Hallo. Hallo. Freunde. Freezy, kannst du mich mal beladen hier, diesen Kompost mal bitte hier da schon rausholen? Diese 5400 sind es leider nur. Weil du hast die Schaufel dran. Ja. Wo ist der? Ah, da, ja. Ach, ist das sinnlos, ey. Jetzt fehlt hier unten im Kompost-Dings fehlt wieder Strom, ey. Da könntest du kotzen, wie eine Fuhre Mist. Mhm. Wieder erst da hocheiern. Und du machst schön deine Blümchen, hä? Schwuckele. Rose Kusch. Mhm. Wir müssen wirklich überall einen Schubmaster hinstellen, sonst wird das nix. Ja, das scheiße sowieso. Kompost, ja? Mhm. Okay. Kompalost. Ja, was willst du? Eine Frage, was willst du sonst aufladen da oben? Ja, weiß ich nicht, weil es sind nur 5000 Liter, das ist ja nur eine, zwei Schaufeln. Ja, das kannst du auch nicht ändern. Aber die Kirschen und die Pflaumen haben keinen mehr. Achso, ja gut, dann. Übrigens, das nächste Mal wegen Stroh oder so, dort in den Kompostmaster, hatte ich auch vergessen. Ja. Haben wir nichts mehr, ne? Stroh. Ernte ich gleich ab, wenn ich da unten Feld 24 den Raps leer hab. Ah, okay. So. Was gibt's sonst noch so Neues? Neues? Gute Frage. Ja, zurzeit geht's ja, auf YouTube zumindest, geht's ja ganz schön rund, ne? Ja, ja. Es wird ja gedisst, es wird ja gehatet und geflamed und getan und gemacht. Ey, das ist ja zurzeit schon krass. Boah, so 2016 ist dann halt das Jahr des Beefes. Ich fand das damals so geil, wo hier dieser Beef. Was war das für ein Beef mit denen oder so, wo das. Wo es eigentlich gar kein Beef war, wo sich Gronkh in dem Stream so krass darüber lustig gemacht hat und amüsiert hat. Oh, ich hab das geliebt. Keine Ahnung, aber bei Dena wüsste ich jetzt nicht, was da war. Doch, da war mal irgendwas mit Dena. Ja, das Ähnliche, so genau. Was mal war, Dena hat mal der Bild-Zeitung ein halbes Interview gegeben, wo damals die AfD neu rauskam, dass er da halt gesagt hatte, er wählt die AfD, tritratrolala, bevor sich dann die AfD halt nicht so gewandelt hat, wie sie halt jetzt ist. Und da hat dann Böhmermann, hat da den auf diese Aussage festgehangen, ne? Und dann halt so, ne, der macht hier Werbung für Rechtspopulisten, bla 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 bla. Das ist ähnlich, was mal bei denen so ein bisschen abging. Aber ansonsten, Holst du den Hänger oder soll ich den mitbringen? Na, du hast doch deinen Anhänger. Ich hab hier einen Anhänger, ja. Ja, ne, fährst du mit dem weiter und den lässt du uns stehen. Ja, ist auf jeden Fall voll. Okay. Danke. Boah. Bendy, wie sieht's aus bei dir da unten mit den Blümchen? Immer noch das zu tun? Packt. Ja, Dränger packt. Wieder. Aber du hast da noch zu tun. Ich hab da gerade noch zu tun, ja. Warte mal, wo willst du jetzt noch Strom? Blumenhaus, ne? Blumenhaus, ja. Hau ich auch gleich was rein. Ah, jetzt gehen die Pellets hier oben ganz schön weg, du alter Schwede. Wart ihr denn schon im Wald? Nee, haben wir auch noch nicht gemacht. Hier, Randy, Best ist auf jeden Fall, wenn wir immer gleich ein bisschen auf Vorrat machen. Mhm. Heute ist Samstag, Randy. Willst du hier nicht Werbung für deinen Stream machen? Ihr könnt ihr ihre Werbung stellen. Ja, genau. Da, da, da. Lübschen.
Na komm, geh wieder ran. Jetzt geht's wieder. Der Hänger ist komisch manchmal. Also die Erde backt oder was? Nee, der Palettenaufhänger, das dann. Du lädst ab, aber die haben noch Colli. Wenn du mit den Hänger losfährst, ruppt die Dinger einfach mit. Deswegen habe ich die jetzt kurz alle verkauft, nicht, dass die Kollision weg ist. Du musst halt am besten in die andere Richtung rausfahren, wie du abgeladen hast. Das und das dürfte dann ja eigentlich passen. Gut, gucken wir mal. Das ist hier drin. Nee, oder? Nee, das passt. Hier Abfall. Produzieren die jetzt hier dann eigentlich Schnittblumen? Nur Schnittblumen? Alle Schnittblumen? Ja, Rot und sonst was, richtig. Die Singer sind ja sowieso bloß im Verkaufen da. Alles aber jetzt verkaufen, arbeiten ne? die. Alles nur auf einen Verkauf, ja. Boah, aber krass, ey, hier geht's ja voll ab, Alter. Das ist ja geil. Oh, das ist ja richtig geil. Lass mich auch mal rein. Boah, hier geht's ja voll ab. Wo hast du das Saatgut? Hast du das, hast du den Queen Master hier unten schon angeschmissen? Nee. Da war ja noch was drin, 25%, die hab ich rausgeholt. Da muss ich halt einfach Weizen rein, das müsste man dann jetzt. Mit den kaufen? Nee, den haben wir schon. So, zack, aus. Was denn jetzt? Oder? Nee, der arbeitet noch, sie haben bloß gerade gegossen, verstehe. Ja. Ach, das war's schon, wir sind alles durchgebraten. Nee. Ach, ja. Ja, dann. 34.000 Leerpaletten, alter Schwede. Kartonpaletten, Alter, was hast denn du hier reingeballert? Naja, ich habe einfach hingefahren, habe hier automatisch, ne, zack und zack, also immer so die Hälfte vom Hänger halt. Oh, mal schauen, wie hier die Aktien stehen. Unser größtes Problem wird einfach nur der Flüssigdünger sein. Ja, dafür brauchen wir unglaublich viel Gülle. Und Gülle können wir ja momentan nur von den Kühen nehmen. Oder es gibt so einen Umwandler, wie wir es auf den anderen hatten, aber glaube ich beinahe nicht dran. Nee. Produktivität bei den Kühen ist jetzt bei 110%. Jo. Das ist gut. Sehr gut sogar. Lucy, kannst du deine Mama, kannst du ein paar schöne Schnittblumen da unten, kannst du einen schönen Blumenstrauß machen? Mach ich. Schenkst du deiner Mama immer mal Blumen? Ich ja. Zum Muttertag? Nee, nicht nur zum Muttertag. Auch so? Auch so, ja, wenn ich mein. Ja, bei mir ist das Problem. Ich sehe meine Mom vielleicht im Monat alle 3 Monate vielleicht einmal oder. Stimmt, du fährst immer hin, ne? Ja. Manchmal so. Okay. Ja, das ist natürlich richtig. Dann ist das natürlich verständlich. Kaufst du Blumen? Ja, die unterstützt mich auch noch ganz krass, ne? Warum? Also wie meinst du das? Ja, mit der Gamescom jetzt zum Beispiel. Ich hatte ja Hotelzimmer gemietet, eigentlich mit einem Kollegen zusammen. Und der Kollege hat einfach gesagt, ja, ich komme nicht mehr mit. Aber Hotelzimmer und so war schon gebucht und alles. Und ich hatte das Geld nicht direkt also parat und so. Und dann noch die Gamescom-Karten. Hat sie gesagt, hier, Jung. Was? Sag aber nichts, Papa. Okay, das ist immer Standard. Ja, und dann hat sie mir das finanziert. Sonst hätte ich das nicht gekonnt. Cool. Oh. Können wir die? Wir haben ein ernstzunehmendes Milchproblem. Okay. Wieso? Will ich Milch haben? Ja, lass uns noch ein paar Kühe kaufen, wenn das geht. So, ich fahre jetzt zwar nochmal Milch, also 10.000 Milch, also Haarmilch schon. Links 7.600 Liter Milch sind noch unten. Könnte man noch hochfahren? Aber wir produzieren Milch ein bisschen wenig, weil die Lebensmittel-Obstproduktion steht leider. Was war nice! Was ist das denn? Naja.
Oh, Alter! Hä? Will der rein? Was los? Was war das? Nachbar. So, was ich macht der? Ich dachte gerade, dein Vibrator wäre angegangen. Nein, nein. Ich hab Ort. Was macht er schon den ganzen Tag? Randy, hä? Was denn? Warum schneidet ihr nur angegangen auf den Tisch oder was? Ja, der von deiner Mutter halt, ne? Oh, nice. Hat ja lange gedauert, bis du den mal geschickt hast. Ich wollte gerade sagen, Randy, du, das war sehr. Jetzt ist dir mal schön von hinten, ja. Du Schlingel. Okay, krass. 6.40 Uhr. Ja. Nehme ich stark an. Ist noch zu. Ja. Ist noch zu, gut. Dann, ja, Hackschnitzel, ne? Weil wir, nee. haben noch zweimal Strompellets. Gehen wir davon aus, den Raps sofort hinten in die Schmiermittelproduktion. Definitiv, weil Schmiermittel vorher auch nichts. Aber könntest du mir vielleicht vorher, bevor du ihn wegbringst, ich bräuchte das Schneidwerk-Transportgerät. Wo steht das? Bei Feld 21. Wer eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurst-Bratgerät. Bei Feld 21. Ich wollte jetzt anfangen bei 4, 10, 11 den Weizen da runter zu holen. Ich weiß nicht, auf 36, 37 ist auch noch Raps, aber... Ernte erstmal, weil es schifft gleich. Wozu dann nach und nach gleich anfangen mit Schiffen. Dann geht es hier sowieso nicht mehr. Ja, egal, ob ich jetzt ernte oder nicht, ich brauche den Schneidwerkswagen. Und du hast den einzigen Trecker jetzt. 21, 22, 22, ja da unten, ja da muss ich ja so oder so dahin. Die weiten Strecken ohne, da hänge ich wieder nur fest. Ist ja jetzt nicht so, dass 21 und 23 von der Strecke her auch nicht schon weit ist. Anhalten, allgemeine Kontrolle. Ich hab Colli? Hä? Ich seh dich gar nicht. Lol. Ich hab mich gerade gewundert, was mit deinem Traktor los, Alter. Ich hab dich gar nicht gesehen. Standst du auf der Straße? Ja. Lol. Natürlich hast du Colli. Na, 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 na. Was ist eigentlich die Realtime-Uhrzeit? Realtime-Uhrzeit ist 15.50 Uhr. Oh, ah. Wegen schon. Krass. Gattensenter Ackendorf. Was bringst du da jetzt hin? Nix. Schon Kompost. Also. Keine Angst, ich mische mich nicht in deine Bühne. Nee, rein. Das ist mir doch scheißegal, ob du mich in du bist. Von mir aus kannst du schütteln. Aber. Ja, darum kann es sein, dass schon wieder eine Gille da ist. Oh, lol. Füße hier? Ja. Jürgen, Kompostmaster sind jetzt nochmal 7000. Ja, Randy hat meinen Trecker. Okay. Können dir da nicht helfen? Dafür, jetzt chill out. Gerade mal hier hinten das Schmiermittel reizen, dem. Können wir die noch irgendwie rausholen? Wo machst du jetzt gerade? Schau mal, wo ist denn Randy? Ich bin jetzt gerade beim Raps. Du fährst jetzt vom Dieselwerk zurück, oder? Ich fahre jetzt vom Dieselwerk zurück und hol jetzt diesen blöden... Mit dem blauen Traktor? Ja. Dann bieg mal bitte in die Blumendings ab. Fixe Kompostieranlage, hier mal drei Schaufeln rausholen in meinen Anhänger rein. Gut. Risi, ich denke mal, es wäre effektiver, wenn du einfach mit der Karre selber dorthin fährst. Also wie gesagt, es sind nur drei Schaufeln hier. Hatte ich ja vor, aber ich werde da hängen bleiben, spätestens beim Kreisverkehr. Nein, dass du zurückfährst zu diesem blöden Anhänger. Ja. Ja. Aber, hier, okay. Du bist ja auch von hinten nach vorne gekommen, warum solltest du dann jetzt nicht mehr von vorne nach hinten kommen? Ach so, meinst du das? Ja gut, das stimmt, das könnte ich tun. Ich dachte, du meinst jetzt hier mit einem anderen Trecker holen, weil der andere Trecker steht da irgendwie mit der, was weiß ich wo. Und da steht dort, wo er stehen soll. Ja. So, die spritzen immer noch hier. Und dann machen wir zu Tito, zur Kompostanlage. Mhm. Oh, Mixfeeder geht wieder ab. Ja, Mischration 100. 100 Mischrationen haben sie noch drin. Alter, das passt genau, ne? Das passt genau. Passt genau. Alter, passt genau. Wie sieht das, wo du das gerade sagst, muss da oben denn nicht auch mal wieder Gras oder sowas hin? Da hatten wir ja auch nicht allzu viel hingepackt, soweit ich noch weiß, oder? Okay.
Gras hat er jetzt noch 13.000 drin. Okay. 80.000 Stroh, 80.000 Stroh. Ja, ich hab da doch meinen... Die ist auch voll Idiot. Aber Stroh, erstmal Ruhe da oben. Mann, ey. Bin ich ab sofort nur noch Apo, ey. So. Bist du hier, Alter? Mach mit. Hm? Bist du der Typ, der hier rumläuft? Den hier laufen, hier den. Das ist. Ja, ich weiß. Ist klientabhängig. Oh, verdammte Scheiße. Oh. Oh nein, wir haben noch eine Folge. Was? Nix. Was denn? Ich dachte, ich schaffe die Folge ohne euch von Flame von euch zu bekommen. Die Folge? Welche Folge? Eine Aufnahmesession. Ach so. Oh, jetzt hast du es angesprochen. Mir ist das Schneidwerk vom Schneidwerkswagen runtergerollt. Das liegt auf dem Kopf. Okay. Du bist so doof, ey! Verdammt! Mann! Boah, eine Aufnahmesession mal, ohne dass du nichts kannst. Nee, weiß ich auch nicht. Muss ja, schauen. Könnte. Na, kommst du? Ja, ja. Na gut, sonst hätte ich jetzt zurückgesetzt. Na. Manchmal fragt mich echt, wie du das mit den Kindern geschafft hast. Weiß ich auch nicht. Gut, wir sind auch am Ende, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ja, und wir wollen es ja mal hoffen. Wir wollen es ja mal hoffen. Schöne Grüße meinen Kindern, gell? Ja. Alles klar. Ich weiß nicht, wo wir waren. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaut bei den anderen zwei vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.